Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Beim letzten Mal haben wir Team Unlicht fertig gemacht von Team Star, also die Segin-Bande. Und heute ist der Arena-Leiter von dieser Stadt hier dran. Von Garafosa City. Da werden wir uns dem Arenaleiter Combo entgegenstellen. Ich habe mein Team schon mal eingestellt. Feliospa wird als erst antreten, danach eventuell Fuentente. Und Sedisa habe ich wegen seinem Pökelsalz mal auf Platz 3 gesetzt. So. Da oben bist du. Wie komme ich denn am besten zu dir? Ist das ein Fahrstuhl? Ja, das ist ein Fahrstuhl. Ich frage mich, was überhaupt meine Aufgabe hier sein wird. Weil man hat ja immer eine Aufgabe pro Arena. Ciao. Ja. Na klar. So, erstmal das Geld rausnehmen. Oh, sieht aus wie ein Blutzug. Das ist meine Arena-Prüfung, ihm sein Geld bringen. Ich muss in die Wüste dafür. Okay, dann wird die Reihenfolge wohl doch ein bisschen anders sein. Ich kann auch einfach mit Miraidon hier runterspringen, oder? Ja, ich brauche den Aufzug gar nicht. So, Puerto Marindo ist der geflüchtet. Da hinten muss ich hin. Ja, dann holen wir uns doch erstmal in den Herrscherorden, weil der auf dem Weg liegt. Vielleicht holen wir auch das ein oder andere Wüsten-Pokémon auf dem Weg. Ich dachte, wir würden die Prüfung hier vor Ort machen, aber... Ja. Der Arenaleiter ist gerade in eine andere Stadt geflüchtet. Der hat die Gefahr gerochen. Die Brutzewüste. Ich sehe auf jeden Fall ein Geronimatz. Ein Tuska. Ein Salanga. Ich will ein neues Pokémon sehen. Dich zum Beispiel. Du siehst aus wie so ein Sonnenvogel, der früher angebetet wurde. Level 38. Ich muss echt trainieren. Okay, bin ich zumindest für hier nicht overpowered. Aber ich denke mal, dass ich ab der Folge dann erstmal sogar schon hier mache, dass ich erstmal trainieren gehe. Weil der Arenaleiter wird ja ungefähr dasselbe Level haben. Fangen will ich dich. Ich habe übrigens dir die Salma Schaufler gegeben.
zwischen dem der Folge vom letzten Mal und dieser. So, jetzt wurde es so eingepökelt. Du machst Schaden. Und das nicht gerade wenig. So, Katapult. Gut, dass sich die Flinkklaue die ganze Zeit aktiviert. Die Saal hat die echt was gebracht. Der Sandsturm, der hilft mir auch nochmal nebenbei, ne? So, rein ins Bällchen mit dir. Cleopatra habe ich jetzt gefangen. Und es hat ordentlich XP gegeben. Cleopatra, das Strauß-Pokémon. Über die Lücken zwischen seinen farbenfrohen Rücken setzt es Psychokräfte frei. Es kann eine Geschwindigkeit von bis zu 200 Stundenkilometern erreichen. Okay. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass du ein Psycho-Pokémon bist. Ich hätte gedacht, vielleicht so ein Flammenvogel, aber nicht, dass du ein Psycho-Pokémon bist. Sehe ich übrigens richtig? Da hinten liegt die ganze Zeit eine TM. Oh, ein Donphan. Du wirst mir aber auch zu stark sein. Warte mal. EP-Bonbon. Ich habe noch ein paar gehabt. Schlitzer macht doch auch gut Schaden. Oh, Feuertrefferquote. Nehme ich statt Biss. Ich will dich jetzt mal auf Level 36 pushen. Felios entwickelt sich, Leute. Ein Eintrag, den Noir vorlesen darf. Oh, eine süße Katze. Erinnert mich gerade irgendwie an den Hauptcharakter von Persona 5. Oh, bevor hier der Pokémon-Eintrag kommt, Mascarato will Blumentrick lernen. Kannst du anstatt Zauberblatt ruhig haben. Ist ja deine Spezialattacke. So, jetzt darf Noir aber erstmal vorlesen. Mascarato, das Magier-Pokémon. Es lenkt seine Gegner geschickt ab, um ihnen unbemerkt Blumenbomben voller Pollen unterzuschieben, die es dann explodieren lässt. Danke, Noir, fürs Vorlesen. Ein sehr gemeines Pokémon. Aber dafür cool. So, mit Level 36 könnte ich mich auch an dem Arena-Leiter versuchen. Eventuell mache ich einfach einen weiteren Terror-Raid noch zwischen den Folgen. Dann habe ich ein paar von den EP-Bonbons. Ja, jetzt müssen wir erstmal Pepper helfen. Der bebende Erde befindet sich irgendwo in dieser Wüste. Keine Sorge, dafür suche ich ja. Hier ist ein umgestürzter Turm. Ich sehe einen Schlurm. Oh. Tuska? Nein, Sankapu. Du bist eine Pflanze? Ah, okay, vielleicht war das eine Pokémon auch gerade nur eine Ausnahme mit Level 36. So wird man verarscht, Leute. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, was ist der Subtypus von Mascarato? Ich hätte wirklich nicht drauf geachtet.
So. Damit bekommt Rim auch was zum Vorlesen. Hier haben wir Sankabu, das Sandhaufen-Pokémon. Es wirft seiner Beute Sand in die Augen, wodurch diese nicht sieht und nähert sich ihr dann. Es ist jedoch so langsam, dass die Beute oft entkommt. Das ist mein sympathisches Pokémon. Böses Pokémon. Aber mir tut es leid, dass es seine Beute nicht bekommt. So, ich habe ein paar Flottbälle bekommen. Als nächstes kriege ich Mondsteine. Nee, Finstersteine waren das. Und ich kriege nochmal Regentanz. Ich denke mal, dass dieses Strauß-Pokémon eher eine Ausnahme war vom Level her. Da ist ja auch ein Baskasquill. Oh, die Weiterentwicklung von Donphan. So, einmal kurz gucken. Was für ein Subtypus bist du? Unlicht. Na gut, hätte ich mir zwar wegen der Maske denken können, aber trotzdem mal gucken. So, ich muss dir nur entgegenkommen, ne? Du siehst aus wie ein Donphan, aber du bist, glaube ich, keins. Ja. Eisenrad. Wenn du aus Eisen bestehst, dann wechsle ich eben kurz zu Lucario. Das sollte ja ultra gute Chancen gegen dich haben. Ich dachte, wegen Boden, also wegen der Erde ein Boden-Pokémon, aber du bist ja offenbar ein Stahl-Pokémon. Alter, bist du schnell. So, Aurasphäre. Hat gut Schaden gedrückt. Lucario ist trotzdem down. Ich gehe aufs Gelekrog. Ich kann es ja verbrennen. Aber erstmal überlebe ich Lucario. So, Ludalit. Als ob. Skillekrog wurde auch richtig schnell fertig gemacht. Das glaube ich jetzt nicht. Muss ich wohl einen Blumentrick anwenden. Na gut, wenigstens fühlt es sich nicht mehr so an, als ob ich hier... Oh, Volltreffer-Garantie. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich overpowered bin, zumindest. Ach, jetzt hör auf. Das sah schon lustig aus. Aber ein bisschen mehr Schaden wäre schön gewesen. Die Sinnebeere kommt zum Einsatz. Okay, es haut ab. Ich folge ihm jetzt nicht instant. Ich peppele erstmal meine Pokémons hoch. So, Pokémon sind geheilt. Auf in die Schlacht. Ich habe jetzt die Salme nach vorne gepackt, damit ich den Innocent erstmal einsalzen kann.
Der ist wütend. Level 44 ist mein Kamerad. Ich glaube, ich bin echt jetzt so underleveled. Du hast das in der Nähe gefangen? Danke, dass du einen Schlag auf dich nimmst. So, das da jetzt selber macht ja gut Schaden. So, dann wechsle ich mal zu Lucario. Und sofern der jetzt nicht Lucario sofort hinrichtet, mache ich eine Terra-Kristallisierung. Danke, dass du gut Schaden machst. Oh, es ist ein zurückgeschreckt. Und das halt macht halt weiter Schaden. So, Terra-Kristallisierung und Aurasphäre. Ich sag ja, ich muss leveln. Lass ihn ruhig zurückschrecken. In dein Gesicht. Besiegt. Das muss doch XP geben. Oh, das gibt eine ordentliche Menge XP. Nein, danke. Rapidschutz mag ich nicht so. Energiefokus auch nicht so. So, Massifiose wird jetzt wieder was zu futtern bekommen. Da ist das Gewürz. Saures Gewürz. Was sagt denn das Buch dazu? Okay. Danke. Sauer scheint noch lecker zu sein. Also ich mag Sauerteils. Mach doch einfach mal ein extra Sandwich für ihn. So, Massifioso, die wird bald besser gehen. Kannst du das Essen nicht wenigstens mal genießen?
gleiten. Oh, das klingt nützlich. Wahrscheinlich nach dem nächsten. Ein Trauma. Was könnte das Trauma gewesen sein? Die wird bald besser gehen. Ja, aber da will ich erstmal Level 50 sein. Hallo Futurus. Okay. Das Gleiten klingt mega nützlich. Das würde ich ehrlich gesagt gerne direkt ausprobieren. So, Miraidon. Ich brauche eine erhöhte Position. War das ein Diktor? Ich war zu schnell weg. Nee, da ist irgendwie so ein Mistkäfer-Pokémon. Ja, ich gleite dann so ein bisschen. Ui! Ich würde sagen, wir haben heute wieder was geleistet. Ich habe eine neue Fähigkeit. Ich kann damit noch mehr erkunden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen heute. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!